Es war einmal, vor gar nicht so langer Zeit, in einer gar nicht so weit, weit entfernten Galaxis. Und was war da? Richtig, Drabo war's. Und damit auch hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil meines 10 Jahre YouTube-Specials. Ich bin Drabo und wünsche natürlich ganz viel Spaß bei meiner ersten Roomtour. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Und dann legen wir auch schon los mit dem Intro. Es herrscht Aufruhr in der Bundesrepublik. Der 10. YouTube-Geburtstag des Let's Players Drabo ist der Auslöser. Mit einem überraschenden Schachzug gelang es dem kreativen Content-Creator am 19. Mai 2012 sein erstes Video zum Spiel Rayman Origins auf YouTube zu veröffentlichen. Seitdem hat Drabo über 5000 Videos auf der Plattform veröffentlicht und konnte damit über 300.000 wundervolle Menschen als Abonnenten gewinnen. Seine Videos wurden bereits über 300 Millionen Mal angeschaut. In der Hoffnung, seine treuen Zuschauer auch weiterhin erstklassig unterhalten zu können, hat Drabo in seinem geheimen Stützpunkt auf dem Planeten Erde den Start seiner lang erwarteten Roomtour eingeleitet. Punkt, 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 Punkt. Oh, ihr seid auch schon da. Naja, herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit einem Move, den ich schon ewig mal machen wollte. So, und damit sind wir dann auch schon hier bei der Roomtour angekommen oder, naja, im Biergarten angekommen, hier in meinem Eingangsbereich hier. Da sieht man meinen Motorradhelm, darüber noch der Indiana Jones Hut und meine Sonnenbrille haben wir auch noch. Da unten, das, was ihr gerade gesehen habt, ist ein Stern vom Walk of Fame sozusagen, wo mein Name normalerweise noch draufstehen würde. Steht er jetzt aber vielleicht etwas verdeckt, weil ihr den ja nicht unbedingt wissen müsst, meinen Namen. So, dann gehen wir mal rein hier ins Wohnzimmer. Der erste Eindruck, alles schön blau. Ich kann die Farbe jederzeit ändern natürlich von den ganzen Lampen, die hier drin sind. Und das hier ist natürlich hier das Herz, das, was ihr auch immer mitbekommt quasi, mein Streaming-Bereich hier. Den werden wir uns auch gleich noch ein bisschen näher anschauen. Ich muss hier mal das Kabel mitschleppen, weil tatsächlich ich den Ton mit dem Headset gerade aufnehme, weil der Kameraton nicht ganz so toll ist, wie ihr gerade hört. So, dann setzen wir uns mal hin. Also das ist die Perspektive, die ich jetzt normalerweise habe, wenn ich hier mit euch zocke. Also hier ist der Hauptbildschirm quasi. Das ist der Bildschirm, wo ich eben drauf spiele oder auch sonst drauf schneide und so weiter. Das kann ich immer umstellen, kein Problem. Dann auf dem linken Bildschirm haben wir hier den Avatar natürlich, der hier jetzt auch schon fleißig am Reden ist ein bisschen. Dann haben wir da drüben noch den Stream, also wenn der Stream läuft, dann sehe ich den Stream da. Da oben haben wir mein Aufnahmeprogramm, da sehen wir jetzt auch den Avatar schon, der kann sich hier lustig mit mir rumbewegen. Geht es nicht ganz so gut, weil ich die Kamera gerade vorm Gesicht habe. Und dann sehen wir hier auf der rechten Seite noch den Chat. Nicht vergessen, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Das ist ganz cool, weil ich sehe nämlich hier den Chat und direkt daneben sehe ich dann immer noch die Aktivitäten. Also wenn jemand folgt und sowas, das sehe ich dann immer alles direkt daneben. Also da habe ich immer den Überblick. Da ist noch mein Audio-Interface, da sind die ganzen Mikrofone angeschlossen, meine Maus. Da kann ich die Lautstärke leiser und lauter drehen, wenn das Spiel mir zu laut ist oder mein Mitspieler mir zu laut sind oder so. Da liegt noch mein Handy. Meine Tastatur, keine Special-Tastatur. Ja, ich weiß, mir wird immer gesagt, ich soll meine Tastatur mal holen, die leuchtet, aber sowas habe ich irgendwie nie gebraucht bis jetzt. Das hier ist ganz cool, das ist ein Stream Deck. Da kann man verschiedene Sachen machen, die dann auf dem PC passieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Intro drücke, dann wechselt der Bildschirm da oben von meinem Hauptbild quasi zum Intro-Bildschirm. Ist ganz cool. Diese Taste würde den Stream jetzt an dieser Stelle starten. Das wäre jetzt nicht ganz so optimal. Mit der Taste kann ich hier aufnehmen. Da kann ich den Avatar ein- und ausstellen. Da können wir Timer einstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Minuten singen muss, dann läuft hier der 5-Minuten-Timer runter. Da komme ich direkt auf die YouTube-Kommentare. Da oben, das ist noch ziemlich interessant. Wenn ich da drauf drücke, da sind diese ganzen Soundeffekte, die meine Stimme verstellen. Also wenn ich jetzt einen von denen auswählen würde, würde sich hier meine Stimme verstellen. Das machen wir jetzt allerdings nicht. Und ja, das ist quasi hier so mein Aufnahmebereich. Hier oben seht ihr noch ein iPad. Das liegt einfach daran, dass mein Avatar, meine Gesichtsanimationen mit der Face-ID vom iPad erkannt werden. Deswegen hängt da noch so ein iPad hinter meinem Bildschirm. Ist vielleicht etwas seltsam. Da hinten sehen wir noch eine Kamera, die könnte ich jetzt auch hier so nach vorne hier tun. Also wenn ich jetzt normalerweise Videokonferenzen oder so habe, dann habe ich meine Kamera so da vorne. Hier seht ihr auf jeden Fall nochmal meinen gesamten Aufnahmebereich. So, Stuhl wieder dahin schieben, ist übrigens auch kein Gamerstuhl, sondern einfach normaler Bürostuhl. Und da unten seht ihr das, was man wohl als Kabelchaos bezeichnen kann. Super, oder? Daneben haben wir dann noch mein Lenkrad und meine Fußpedale, die ein bisschen eingestaubt sind auf jeden Fall. Da hängen gerade noch meine Kopfhörer. Normalerweise, wenn ich aufnehme, ist natürlich, kann ich diesen Arm hier einfach hier rumtun. Und dann habe ich hier das Mikrofon so vorne, das ist ganz praktisch, weil ich dann das Mikrofon auch jederzeit wieder aus dem Weg räumen kann. Das ist ganz gut. Dann haben wir hier noch die Switch rumstehen. Außerdem daneben die Xbox Series X, die ist gerade aus. Hier haben wir noch das Aufladegerät für die Xbox Series X, den Elite Controller oder wie der heißt. Dahinter haben wir noch die Aufladestation für die beiden PlayStation 5 Controller. Die PlayStation 5 ist hier, die ist logischerweise auch an, weil da seht ihr ja schon das Bild von Lego Star Wars, die Skywalker Saga.
Und ich würde sagen, ich zoome nochmal ein bisschen raus hier, aber dann seht ihr nochmal, das ist quasi mein gesamter Gaming-Bereich hier. Falls sich übrigens noch jemand gefragt hat, wo mein PC ist, der ist tatsächlich hier. Also die Kabel quasi, das Kabelchaos geht hier rüber und geht dann da unten in den PC rein. Genau, also hier seht ihr da ist der PC, der ist sogar relativ groß, aber ja, braucht man halt auch einfach die Größe hier. So, und dann wollen wir uns natürlich noch anschauen, was es sonst noch so in der Wohnung hier gibt. Allerdings werde ich dafür meine Maske aufsetzen, weil es da natürlich sein kann, dass sich das eine oder andere vielleicht mal spiegelt. Deswegen würde ich sagen, setzen wir die Maske auf und machen dann gleich weiter. So, jetzt sind wir auch wieder im Wohnzimmer. Ich habe mal das Licht ein bisschen weiß gemacht, weil man dann einfach mehr sieht. Bevor wir ins Wohnzimmer gehen, schauen wir uns aber hier noch kurz was an. Das ist nämlich die Weltkarte hier. Hier seht ihr alle möglichen Länder, wo ich schon war. Die Länder, wo ich schon war, die Orte, die ich war, habe ich so mit solchen kleinen Dingern hier markiert. Also ihr seht schon, ich war ein bisschen in der Welt unterwegs. Sei es jetzt hier in Neuseeland, in Südafrika. Da war ich in Peru, da oben Amerika, Nordamerika, da oben Island, Europa natürlich. Da drüben noch Japan und China. Am besten gefallen hat es mir, glaube ich, tatsächlich da unten. Also ganz am Ende da unten in Neuseeland, da war es am schönsten. Da ist übrigens das Hobbit-Dorf irgendwo, da ungefähr auf der Höhe, wo die eingedingst ist. Da unten seht ihr auch noch alle möglichen Länder, die habe ich dann auch noch, sind auch noch gepierst, wo die Länder, die ich auch schon besucht habe. Da oben habe ich noch vergessen, da ist noch ein A-Wing. Der Ultimate Collector Series Set A-Wing, den habe ich noch vergessen. Da oben, da seht ihr noch ein Poster von Herr der Ringe. Sieht man jetzt nicht ganz optimal hier das Poster, aber da ist noch ein Herr der Ringe Poster. Da seht ihr mich übrigens noch mit T-Shirt vom alten Drabo-Logo, habe ich hier gerade an. Das ist hier der Fernseher, wenn ich mit dem Len 16 zusammen aufnehme hier, dann sitzt der Len 16 hier und sieht dann gleich das Bild, was ihr auch sehen werdet, nämlich von der Skywalker-Saga. Also ich stuhle den Stuhl mal ein bisschen zurück, also Len 16 sieht ungefähr das hier und mich dann da drüben sitzen, wenn wir gemeinsam aufnehmen momentan die Skywalker-Saga. Nur damit ihr das mal gesehen habt. Das hier ist quasi die Handerkennung. Also das tue ich mir quasi so um den Hals rum dingsen hier. Und dann erkennt es meine Handbewegungen für den Avatar. Das ist dieses kleine Gerät hier. Da ist aber leider gerade der Gummi gerissen. So, dann haben wir hier noch Kirby gerade rumliegen. Das wollte ich irgendwann mal spielen. Battlefront liegt da. Burnout Revenge habe ich mir gerade geholt. Das ist nämlich abwärtskompatibel mit der Xbox Series X. Und das wollte ich schon ewig mal spielen. Deswegen liegt es da auch. Und Mario Kart 8 Deluxe liegt da noch. Dann liegt da noch ein Weihnachtsgeschenk von Twitch. Als Partner hat man diese Dinger da letzten Weihnachten bekommen. Eigentlich ganz cool. So, dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch haben. Also, wir haben hier meinen Hauptschrank quasi, haben wir hier noch. Der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Normales IKEA-Modell, also jetzt nichts irgendwie Spezielles. Aber viel cooler ist natürlich, was da alles drauf ist. Unter anderem haben wir da oben nämlich einen B-Wing, die Ultimate Collector Series Edition. Dann haben wir daneben einen X-Wing, natürlich auch Ultimate Collector Series Edition. Da sind sogar Figuren dabei. Dann haben wir den Y-Wing und natürlich das Gunship, das republikanische Kanonenboot. Das haben wir ja sogar komplett im Stream aufgebaut, also auch ganz cool. Und natürlich schauen wir auch mal in den Schrank hier noch rein, was da so alles drin ist. Da ist nämlich der Sandcrawler zum Beispiel drin mit allen möglichen Figuren, die hier noch mit dabei sind. Außerdem haben wir hier noch die Razer Quest, um es mal wieder bewusst falsch auszusprechen, mit Mando natürlich. Und mit Grogu da drin, auch ziemlich cool. Und noch hier einen Snowspeeder gibt es natürlich auch noch, auch die Ultimate Collectors Edition. Dann das zweite Fach, was ihr hier so seht, ist so eigentlich das Reisefach normalerweise. Deswegen liegt hier auch mein Reisepass und alle möglichen Sachen aus verschiedenen Ländern. Zum Beispiel hier, das ist Bali hier. Ja, diese tollen, hier Flaschenöffner, nicht, dass ihr schon wieder irgendwas Falsches denkt. Die werden überall verkauft da in Bali, kriegt man ziemlich günstig. Fand ich witzig, einen mitzunehmen. Dann haben wir hier einen Kiwi, der ist aus Neuseeland. Wir haben hier Japan, oh, Kyoto ist, glaube ich, der goldene Tempel gewesen. Dahinter haben wir dann aus China noch so eine Tonfigur aus Xi'an. Dann haben wir da, was ich bestimmt falsch ausspreche, es tut mir leid, falls jemand Chinesisch kann. Dann haben wir hier aus Singapur diese Figur, diese weiße, die da bei der Skyline ist. Dann haben wir aus Malaysia diese goldene Figur. Die könnt ihr die Sachen, habt ihr auch alle auf Instagram mal gesehen irgendwann. Dann haben wir daneben hier, Indien ist das hier, der Elefant hier und der Gott natürlich noch. Dahinter im Hintergrund diese große Maske ist aus Südafrika. Dieses Auge hier ist, glaube ich, aus der Türkei, habe ich das mitgenommen. Da ist aus Ägypten hier natürlich Tutanchamun. Muss man natürlich mitnehmen als Souvenir. Ich finde ihn aber auch ganz hübsch hier. Hier, das ist Venedig, also aus Burano. Diese Glasbläser-Sachen sind das hier aus Venedig. Das hier ist aus Italien, also aus Rom logischerweise das Kolosseum. Da haben wir noch aus Portugal, aus Lissabon so ein schönes Schiffchen. Da hier, Grüße gehen raus nach Österreich hier. Die Salzburg quasi, Festung Hohensalzburg heißt es, Entschuldigung, ein Glück, dass es draufsteht. Da haben wir aus Marokko tatsächlich ein kleines Kamel noch.
Hier haben wir aus Swasiland, das kennt wahrscheinlich kein Mensch, ist aber auch so Südafrika gelegen, haben wir hier einen Teller, wo mein Name noch draufsteht, den habe ich logischerweise auch überklebt. Dann haben wir hier einen Guinness-Öffner aus Irland, hier haben wir aus Peru noch so ein kleines, cooles Schiff vom Titicacasee und diese beiden Stiere hier, die sind oben auf den Dächern oft drauf in Peru, ziemlich cool. Wen haben wir hier noch? Hier haben wir aus Island so einen süßen kleinen Papagei, an den die Porks tatsächlich angelehnt sind. Witzige Sache, aus Amerika haben wir das Zippo noch, tatsächlich aus New York ist das Zippo. Genauso natürlich aus New York hier die Freiheitsstatue, daneben noch aus L.A. der Oscar, den ich mir mitgenommen habe, da drüben 5 Jahre Alliance Network, also mittlerweile bin ich schon, länger als 5 Jahre, aber bei 5 Jahren gab es hier so ein cooles Ding von meinem Netzwerk, geschenkt von meinem YouTube-Netzwerk. Und da haben wir noch den YouTube-Play-Button, den man bei 100.000 Abonnenten bekommt. Mittlerweile ist ein anderer Play-Button, aber ich finde tatsächlich den Button immer noch am schönsten, diesen hier. Also da steht da auch irgendwo drauf, irgendwo steht auch Drachenbursche da unten noch drauf, genau, da steht Drachenbursche noch drauf. Genau, das ist auf jeden Fall das Fach hier, viele schöne Erinnerungen, die da auf jeden Fall an diese verschiedenen Reisen auch geknüpft sind. Darunter haben wir dann noch den X-Wing, Obi-Wans. Jedi-Jäger haben wir ja auch noch und natürlich die Slave One, die mein Zweitlieblingsmodell ist. Das ist mein Zweitlieblingsmodell hier, die Slave One. Und da unten ist dann die traurige Etage der Sachen, die ich alle mal irgendwann aufbauen wollte und nie dazu gekommen bin, wie zum Beispiel das Disney-Schloss haben wir da. Da hinten haben wir das Schiff von den Guardians of the Galaxy. Das ist das Lambda-Fern-Shuttle, ist klar. Da oben haben wir noch einen AT-ST, daneben noch was anderes zu holen. Da oben den C-3PO, den ihr seht, das ist noch vom Lego Star Wars Landspeeder gewesen. Und da unten ist noch mein altes Mikrofon, das Rode NT1A, sieht man da unten auch noch, das hat da auch noch einen Platz bekommen. So, würde ich sagen, machen wir mal zu, sind wir hier mit dem Schrank erstmal fertig. Hier an der Wand hängen normalerweise jede Menge Fotos, die habe ich jetzt logischerweise hier drüber gehängt, weil ich da natürlich drauf bin auf den Fotos und ihr die nicht sehen müsst, aber da sind auf jeden Fall Fotos, wo ich mit Freunden drauf bin und so, also ganz viele, ganz viele schöne Erinnerungen, auch mit meinen Eltern sind natürlich Fotos drauf. Auch der Len ist unter anderem da auch mit drauf, aber wie gesagt, müsst ihr jetzt nicht unbedingt sehen. So, dann haben wir hier noch meinen ganzen Stolz nehmen, wir haben noch meinen Couchtisch hier, da liegt momentan eine Xbox drauf, also eine alte, die erste Xbox. Kennt die noch jemand, die erste Xbox? Genau, die liegt da drauf. Dann haben wir hier unten ihr kennt ihn wahrscheinlich schon, den Ultimate Collector Series Set. Falken haben wir dann hier unten noch dran. Der ist natürlich cool, da sehen wir auch die Minifiguren, die nur dabei sind. Der ist natürlich riesig, aber ich fand das so cool, den in dem Couchtisch zu haben. Ich habe das irgendwo auf Instagram mal gesehen, dass jemand den im Couchtisch hat. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich auch haben. Habe ich ewig lang gesucht, bis ich mal so einen Couchtisch gefunden habe. Und irgendwann habe ich ihn dann gefunden und seitdem habe ich den da drinne. Da liegt noch mein alter Gaming-Laptop. Meine Couch natürlich mit Rabo-Kissen. Kriegt ihr im Fanshop. Fanshop ist in der Videobeschreibung. Dann, schauen wir nochmal kurz hier rüber. Ich muss hier kurz zumachen, weil hier gerade Chaos ist. So, da ist von Lego Ninjago dieses riesige Gartenset. Das haben wir ja auch irgendwann mal, ihr werdet euch bestimmt erinnern. Das ist ein bisschen eingestaubt schon das Ganze hier. Aber das haben wir ja komplett auch in den Stream, in mehreren Streams haben wir das ja komplett aufgebaut. Also es hat auch ein bisschen gedauert. Das hier ist Finn, ein kleiner Husky, der ist süß. Was das Zeug hier ist, da kommen wir noch dazu. Hier haben wir noch, auch sehr cool hier, den AT-AT. Natürlich haben wir auch komplett im Stream aufgebaut, also den Ultimate Collector Series Set AT-AT. Da unten liegt das, dieses Zeichen, dass man weiß, dass heute Ultimate Collector Series AT-AT ist. Da ist noch eine Lampe. Da ist der Idefix hier, den Idefix kennt ihr auch, der war im Obelix-Stream, war der tatsächlich mit dabei. Und da haben wir noch so eine Malfigur da und hier sehen wir noch den Orthanc, den Turm von Saruman hier natürlich. Saruman in seiner ganzen Pracht, der hier völlig verstaubt den armen Baumbart zuschaut und da oben wird gerade noch Gandalf gerade hier gerettet von den Adlern. So, da draußen würde es dann tatsächlich zu meinem Balkon gehen, ihr müsst aber nicht wissen, wie es da draußen bei mir aussieht, damit ihr nicht wisst, wo ich wohne, deswegen ist hier gerade runter und es ist brühend heiß hier gerade drinne. Das war aber noch nicht alles hier, also das ist noch mein Esstisch, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht. Der Esstisch, bei diesen Lego-Aufbausachen habe ich diesen Esstisch darüber geschoben, also so um die Ecke hier quasi, dann saß ich hier so entlang. Ich kann euch mal ein Bild einblenden, wie das aussah, war, deswegen versteht ihr vielleicht, dass ich nicht immer mein komplettes Wohnzimmer umbauen will, wenn ich Lego-Sachen aufbaue, weil natürlich dann mein halbes Wohnzimmer besetzt ist, das ist immer ein bisschen unpraktisch. So, also, wenn ich hier abends einfach mal einen Film sehen will und mich entspannen will, dann setze ich mich einfach hier so ganz bequem hin. Natürlich Füße auf den Tisch, wie sich das in der eigenen Wohnung gehört. Da wird der andere jetzt wieder getriggert sein. Das Coole ist natürlich, das ist jetzt kein abendliches Licht, deswegen sagen wir mal einfach mal Alexa, Wohnzimmer blau. Und dann seht ihr, dann habe ich gleich wieder dieses blaue Licht, was ihr vorhin schon habt, also das da oben hier. Das sind alles smarte Lampen, die sind alle clever, die wissen alle, die können alle 100.000 Farben haben, aber ich mag blau irgendwie am liebsten, das ist irgendwie am entspanntesten. Und ihr habt das vorhin schon gesehen gehabt, dass da über mir ein Beamer hängt wahrscheinlich, wo ich durch das Zimmer hier durchgegangen bin.
Und den wollen wir jetzt gleich nochmal in Aktion sehen. Deswegen werde ich jetzt mal kurz die Leinwand gleich runterfahren. Das Coole ist, die Leinwand kann ich hier drüben runterfahren. Also da muss ich einfach nur auf diesen Knopf hier drücken. So, Knopf gedrückt. Und dann fährt hier ganz entspannt die Leinwand runter. Dauert jetzt ein bisschen, nicht ganz so spannend. Aber ich habe hier auch noch eine coole Fernbedienung. Damit kann ich dann zum Beispiel hier den Beamer noch anschalten. Also jetzt geht der Beamer gleich an hier. Der braucht ein bisschen, der Beamer. Deswegen warten wir noch kurz ab und spulen mal kurz vor, bis der Beamer hier an ist. Jo, aktuell habe ich hier tatsächlich Star Wars The Force Unleashed drin liegen. Ist jetzt die Xbox One, die gerade angeschlossen ist. Also die Xbox One ist gerade in dem Kasten da drin und stirbt gerade an der Hitze. Aber hier könnte ich jetzt zum Beispiel Force Unleashed zocken, wenn ich da Bock hätte. Oder ich könnte mir irgendeinen Film anschauen. Deswegen ist das hier mit dem Beamer auf jeden Fall ganz entspannt. Und das Problem ist einfach, ich hatte nicht genügend Platz da vorne, weil ich brauchte den Schrank. Und ich brauchte aber auch gleichzeitig, wollte ich einen Fernseher haben. Und deswegen habe ich jetzt den Schrank gemacht und habe die Leinwand davor gemacht. Und dadurch habe ich jetzt hier den Platz, den ich hier drin habe, würde ich sagen, optimal genutzt auf jeden Fall. So, genügend davon. Wir gehen weiter. Wir sind natürlich noch nicht fertig hier. Es gibt natürlich auch noch ein Schlafzimmer, was wir uns anschauen wollen, wenn ich es hier schaffe, mit den Kabeln hier klarzukommen. So, also nochmal einen kurzen Blick zurückwerfen hier. Wie gesagt, hier nochmal einen kurzen Blick übers Wohnzimmer. Ach ja, da drüben würde es normalerweise noch in die Küche gehen. Aber ihr seht schon, da vorne ist der Herd. Also die ist nicht besonders groß, die Küche, weil immer Leute fragen, ich soll mal irgendwann einen Kochstream machen oder so. Das würde mit dem Platz definitiv nicht gehen. Und da sehe ich mich sogar. Hi! Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Yay, man sieht meinen Daumen. Sehr cool. Kann mich hier schön vom Beamer blenden lassen. Wunderbar, ich hab Spaß. So, und da geht's dann auch hier in den Raum rein, der mein Schlafzimmer ist. Und da haben wir auf jeden Fall noch die ganzen Spiele zum Beispiel lagern da drin. Also wenn ihr interessiert seid, welche Spiele ich noch alles habe und so. Ein paar Legos sind auch noch drin. Gehen wir einfach mal rein. Und da sind wir dann tatsächlich auch schon hier im Schlafzimmer drin. Da seht ihr schon die große Gaming-Sammlung, zu der werden wir auf jeden Fall noch kommen. Da hinten seht ihr jetzt nochmal ins Wohnzimmer zurück. Da hinten seht ihr die Tür und wenn ihr darüber gehen würdt, neben die Tür direkt, da ist übrigens das Klo, falls ihr euch gefragt habt. Also der Weg quasi von meinem Gaming-Setup zum Klo ist ziemlich nah. Deswegen bin ich in den Streams auch so schnell immer vom Klo wieder zurück. So, also hier oben gehen wir mal hier so ein bisschen rum. Und da oben sehen wir, da sind alle möglichen Kisten noch drin, die ich noch nicht in den Keller geräumt habe. Dann haben wir da oben noch einige Helme. Da haben wir den Kriegshelm hier, der ist, glaube ich, bei Battlefield habe ich den mal aufgehabt. Captain America Helm. Hinten sehen wir noch den Black Panther Helm auf jeden Fall. Dann da oben sehen wir den Sternzerstörer des Ultimate Collector Series Set. Da sehen wir den Todesstern hier. Ich finde das mega cool, diese Ikea-Lampe, diese Todessternlampe. Das ist meine Lieblingslampe, ich finde die super. Da drüben sehen wir dann noch von den Rebellen, die haben natürlich auch noch einen Helm, den hatte ich auch bei irgendeinem Mobile-Game, hatte ich den mal aufgehabt, auf jeden Fall. Da gab es den auch mal zu sehen, da hinten noch Bettkasten, nicht ganz so spannend auf jeden Fall. Bett, habt ihr auch mal gesehen hier. So, aber der spannende Teil ist natürlich der Teil hier, der Gaming-Bereich hier, wo man oben natürlich auch noch ein paar Helme sieht auf jeden Fall. Also hier den Star-Lord-Helm, da haben wir noch von der Ultimate, von der Collector's Edition. Von Elder Scrolls Online ist der Typ hier gewesen damals, wo ich mit Peter zusammen Valheim gespielt habe. Da habe ich den Helm hier aufgehabt. Der hier war ursprünglich mal gedacht, der Helm für New World, habe ich dann aber nie gespielt. Den hier habe ich bei Dark Souls aufgehabt, den Helm. Da oben haben wir dann noch Star Wars Kinect. Irgendwann spiele ich es auch noch, ich weiß, irgendwann muss ich es noch spielen. Und hier noch die Collector's Edition von Star Wars The Old Republic. Die Figur, die da drin ist, habe ich jetzt hier nicht hingestellt, weil ja bei der bekanntermaßen das Lichtschwert fehlt und das nicht so schön aussieht. So. Was haben wir hier sonst noch? Hier haben wir noch die Kisten für den Balkon, aber viel wichtiger, wir haben ja noch ein Lichtschwert. Wir haben nämlich noch hier das Vader-Lichtschwert. Kannst mal kurz anmachen hier. Sieht eigentlich auch ganz cool aus hier, also kann man hier so ein bisschen Lichtschwert-Action machen. Macht sogar Geräusche, also wenn man es irgendwo draufhaut, dann kommen sogar die entsprechenden Geräusche. Also eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich mag das Ding auf jeden Fall. Ja, Vader-Lichtschwert, da gab es damals bei der Collector's Edition dazu von Star Wars Battlefront, da habe ich das damals dazu bekommen. Ich würde mal sagen, wir machen das Licht nochmal weiß. Alexa, Schlafzimmer weiß, damit ihr hier nochmal ein bisschen besser das Ganze hier auch sehen könnt. Da oben ist jetzt wurscht. Wir schauen uns mal so ein bisschen die Spielesammlung an. Also wir haben hier eine Etage quasi, habe ich hier oben extra, die ist für PlayStation. Also ihr seht, hier sind die ganzen PlayStation 4 Spiele, die sind mittlerweile sogar zweireihig, weil es einfach so viele sind. Deswegen sind die mittlerweile in zwei Reihen hier aufgestellt. Da gibt es noch ein paar Figuren, die hat mir Warner Bros. Irgendwann mal zugeschickt. Dann haben wir hier noch, Nathan Drakes Ring haben wir hier noch. Der ist jetzt hier noch, könnt ihr hier noch bewundern. Da haben wir hier noch einen Rubik's Cube, da sind noch ein paar andere Spiele, die ich damals als Testmuster bekommen habe quasi. Rubik's Cube konnte ich mal lösen, kann ich mittlerweile aber nicht mehr, habe ich vergessen. Könnt ihr einen Rubik's Cube lösen, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Da haben wir auf jeden Fall noch eine PSP rumliegen. Dann kommen wir eine Etage tiefer hier. Da seht ihr eine Etage tiefer hier. Die Etage tiefer hier ist hier die Harry Potter Etage.
Da sehen wir die ganzen Harry Potter Spiele, also alle Harry Potter Spiele, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind, plus natürlich hier noch die Filme auf Blu-ray. Daneben ist dann noch die Herr der Ringe Abteilung, also die Herr der Ringe Filme natürlich und die Hobbit Filme auch hier alle, andersrum. und natürlich auch die ganzen Spiele, die noch dazugehören, also die Lego Spiele, aber auch alles mögliche. Herr der Ringe, die Eroberung haben wir ja zum Beispiel gespielt, die Rückkehr des Königs haben wir gespielt und so, also da Krieg im Norden haben wir gespielt, jede Menge Spiele, die es halt noch dazu gibt. Hier gibt es noch von Monster Hunter von der Collector's Edition, ist hier noch so ein kleines Ding hier. Und dann sehen wir hier noch ein paar Lego Dimensions Figuren, natürlich auch passend zu Herr der Ringe hier, die Lego Dimensions Figuren, beziehungsweise die Lego Figuren einfach, hier zum Beispiel Gollum. Sehr cool auf jeden Fall. Und der eine Ring darf natürlich auch nicht fehlen. Original aus Neuseeland hier von den Weta Studios, also die auch das Original, den Originalring gemacht haben, hierhin. Dann haben wir hier noch Lego Harry Potter, natürlich auch vor den Harry Potter Sachen. Und hier haben wir noch den bösen Lord Voldy. So, eine Etage tiefer sind wir dann nicht bei der Star Wars Etage, auch wenn hier das Ding aus Star Wars The Old Republic steht tatsächlich. Die kämpfen hier gerade gegen die Sith. Hier ist nämlich direkt daneben noch das Sith-Schiff. Auch aus Star Wars The Old Republic. Da sehen wir noch ein paar PlayStation Portable-Spiele da hinten in der Ecke. Also da hinten sind noch die PSP-Spiele. PS Vita-Spiele haben wir tatsächlich ein paar. Dann haben wir hier noch, und dann geht es hier mit den PC-Spielen los. Also hier ist dann eher so die PC-Abteilung, ist dann, geht dann hier richtig los. Und die geht dann auch noch eine Etage tiefer. Also da ist auch die Etage tiefer, ist dann auch noch alles hier PC-Spiele. Hier sehen wir noch jede Menge Lego Dimensions-Figuren. Also ich habe die wirklich nicht irgendwo weggesperrt, sondern die Lego Dimensions-Figuren sind tatsächlich alle noch hier und ich finde die auch echt cool. Da haben wir alle möglichen Spiele von Mafia, Mafia 2 sehe ich da. Age of Mythology hier. Richtig, richtig geiles Spiel. Müsst ihr unbedingt mal spielen, wenn ihr es noch nie gespielt habt. Diablo 3 ist hier noch. Genau, das sind hier die PC-Spiele. Da unten ist dann die traurigen Kistenecke. Ihr habt doch bestimmt auch so eine Kiste, wo ihr alle Kabel reinschmeißt, oder? Ja, ich habe zwei Kisten, weil ich einfach so viel Kabel habe. Das ist der Wahnsinn. Ja, genau. Die sind da unten gelandet. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Wir haben hier natürlich noch mehr. Also hier gehen wir jetzt mal hier hin so in die Ecke. Da haben wir oben dieses, kein Eintritt außer für Party-Business. Das hängt tatsächlich an Bilbos Hütte. Herr der Ringe, müsst ihr mal aufpassen am Anfang, wo der die Tür aufmacht. Da hängt das Schild, auch original aus Neuseeland. Dann haben wir hier meinen Lieblings-Xbox 360-Controller im C3PO-Design. Außerdem ist hier die Xbox 360-Ecke, also hier hinter dem Party-Schild sind hier, ich tue es mal hinter mich, sind hier meine ganzen Xbox 360-Spiele, also auch eine durchaus kleinere Sammlung hier, die sich angesammelt hat im Laufe der Jahre an Xbox 360 Spielen. Hier haben wir noch das Bad Batch Shuttle auf jeden Fall und natürlich auch die entsprechenden Leute hier vom Bad Batch mit dazu. Omega war ja auch bei dem Shuttle leider nicht dabei. Dann eine Etage runter weiter sind wir jetzt bei Nintendo angelangt. Da haben wir hier noch ein paar Xbox Spiele, weil die oben nicht mehr hingepasst haben. Und dann kommen wir hier zu GameCube Spiele, haben wir da welche. Da sind GameCube Spiele, dann kommen hier die ganzen Wii U Spiele. Ein paar Wii Spiele habe ich hier noch. Und dann sind hier dann auch neben Razen, dann hinter Razen dann die Switch-Spiele. Hier liegt noch eine GameCube rum und da liegt noch eine SNES Mini rum. Und hier, der hier ist ja auch aus der Collector's Edition von Monster Hunter Rise gewesen, hier der Kollege hier. Wunderbar, und hier noch die meine einzigen beiden Amigos, vor allem Katzenpeach ist natürlich mega cool. So, dann kommen wir zu der Etage, auf die ihr alle gewartet habt, wahrscheinlich die Star Wars Etage tatsächlich. Hier haben wir den R2-D2, den wir mal aufgebaut haben hier. Dann haben wir hier noch ein paar Disney Infinity Figuren. Wir haben hier von Jedi Fallen Order tatsächlich. Kommt ja auch dieses irgendwann der zweite Teil. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wird es auf jeden Fall spielen. Am 15.11.2019 kam der erste Teil raus und da gab es damals noch ein Lichtschwert dazu für die Influencer. Das ist sogar ein ziemlich cooles Lichtschwert. Das ist nämlich mega schwer. Also das wiegt sogar ein bisschen. Ich mag das Lichtschwert auf jeden Fall. Ansonsten haben wir natürlich hier alle Star Wars Spiele gefühlt der letzten 20 Jahre, so die hier rumliegen, also auch PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox 360, PC, DS, Game Boy Advance sogar sind hier Spiele mit dabei, also Game Boy Advance Spiele sind hier sogar mit dabei. Hier ist die Collector's Edition tatsächlich von der Skywalker Saga, die Switch Version, hier haben wir sogar noch eine Funko Pop Figur, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Dann haben wir hier den Gongturin, den ich auch mal in dem Video zusammengebaut habe und hier haben wir natürlich noch die Special Xbox 360, natürlich im R2-D2-Design, wo dann auch die entsprechenden Controller da oben hier mit dazugehören. Ja, das war eigentlich alles, was es so in dem Zimmer hier noch zu sehen gab, glaube ich. Kurzer Blick hier rüber. Hier bin übrigens ich. Aber ich finde diese Todesstern, diese Lampe, ich liebe die. Kann man auch in den Dingern ziehen, dann geht die auf und zu. Da oben sieht er gar nicht so groß aus, tatsächlich, der Sternzerstörer. Naja, also ihr wisst, was Sache ist. Hier kein Eintritt außer Party-Business und wir gehen jetzt auch wieder direkt rein ins Party-Business.
Und damit sind wir dann auch schon so langsam am Ende tatsächlich angekommen, dieses kleinen Specials. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, euch mal so ein bisschen meine Wohnung zu zeigen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, wie euch meine Wohnung gefällt. Ob ihr sagt, die ist cool oder ihr sagt, nee, ist nicht so euer Ding. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Vergesst auch nicht, dem Video natürlich einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren, das gehört natürlich auch dazu. Ansonsten danke ich natürlich euch, dass ihr jetzt wirklich die 10 Jahre hier gemeinsam mit mir auf YouTube verbracht habt. Ob es nochmal 10 Jahre werden, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall eine schöne Zeit bis jetzt. Es gab Höhen und Tiefen, das gehört dazu, denke ich, aber es ist tatsächlich, man muss sich denken, 10 Jahre ist einfach so krass. Also im Internet sind 10 Jahre auf so einer Plattform sind halt echt viel. Von daher finde ich es cool, dass ich noch hier am Start bin mit, ich weiß nicht mehr wie lange, aber wir werden es sehen. Aber eine Weile bin ich auf jeden Fall noch am Start. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit euch sein. Servus!